Hallöchen Freunde und willkommen zurück bei Prince of Persia. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende so langsam mit unserem Schwert. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Mächtiger denn je. Oh, nein, jetzt bin ich auch schon in die Vision reingerannt. Wie ihr wünscht. Das wollen wir natürlich nicht, haben wir letztes Mal schon angeguckt. Muss man nur jetzt gucken, wie ich jetzt hier überhaupt raus kann. Aber hier, ging es hier weiter noch? War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier war bloß das Rätsel. Obwohl, hier durch diese Tür. So, wir müssen uns irgendwie wieder nach oben schlagen. Den Turm hinauf. Und mal schauen, Leute, vielleicht wird das auch schon der letzte Teil. Ich weiß es gar nicht. Ob ich noch einen zweiten Teil schaffe. Komme ich da ran? Ja. Oh Gott, ich freue mich, wenn mir jetzt Feinde begegnen. Bam, bam. Oh, es ist so geil, Leute. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Trotzdem sollten wir die Feinde nicht unterschätzen. Und noch machen sie gut Damage. Wir haben leider keine Mega-Rüstung bekommen. Das wäre auch cool, wenn wir den spielen. Ne? Oh, wow. Okay, wir müssen natürlich aufpassen. Wir haben natürlich jetzt gar keinen Dolch der Zeit, fällt mir gerade ein. Also falls wir doch mal drauf gehen mit zurückspulen, ist jetzt nicht mehr. Aber eigentlich sollten wir das so schaffen. Aber alles andere wäre ein bisschen fail. Okay, hier ist die nächste Vision, die wir uns anschauen können. Boah, ich habe gerade ein richtig breites Grinsen im Gesicht, das macht so Laune. Bloß eine Kletterpartie. 90% schon geschafft, Freunde. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich richtig. War es ein schönes Gespiel, auch so ein Spiel durchgespielt zu haben, finde ich. Dass man es denn doch geschafft hat, das ist irgendwie so. So befreiend. Okay, nein, befreiend ist nicht unbedingt das richtige Wort dafür. Aber wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine. Vor allem Let's Play dann auch zu beenden. Tut ja auch was, ist ja auch was Schönes. Vor allem, wenn es das erste ist. Das bedeutet mir auch irgendwie voll viel. Und dann, dass es auch noch Prince of Persia geworden ist. So ein Spiel aus der Kindheit. Finde ich super. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo ich lang muss. Okay, gut. Ja, das meinte ich nämlich. Das wird natürlich jetzt Nein, nein, interessant, wenn ich jetzt nein. irgendwo oder irgendwie mal im Felssprung lande, was ja zum Glück nicht so oft vorkommt, wie ihr wisst. Ne? Da muss man mal gucken. Aber dann müsste man noch eigentlich rankommen, oder? Mal wieder ein bisschen was trinken. Jetzt schaue ich nochmal von neuem. Ja, eigentlich müsste man. Ja, ihr habt leider gerade gesehen oder beziehungsweise gerade gelesen. Mein PC hat mir wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin gerade irgendwie echt total frustriert. Denn ich hatte ja schon, ich weiß gar nicht genau, ungefähr 20 Minuten aufgenommen gehabt. Und dann meinte mein Computer einfach zu sagen, nö, ich nehme jetzt nicht mehr weiter auf. Und von diesen circa 20 Minuten sind bloß noch 3 Minuten übrig geblieben. Deswegen fehlt jetzt in der Mitte ein Part. Oder ein Teil, den ich jetzt leider nicht mehr rückgängig machen kann. Das Gute ist, dass nichts weiter Storymäßiges passiert. Und man müsste. Oh, ups. Das Gute ist, dass nichts weiter Storymäßiges passiert, müsste eigentlich nicht. Wir haben es bloß weiter den Turm nach oben entlang geheilt. Nein, jetzt gehe ich schon wieder aus den Visionen hinein. Von daher, es tut mir auf jeden Fall richtig krass doll leid. Wahrscheinlich hört sie gerade ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin gerade etwas frustriert. Nur würde ich ganz gerne Prince of Persia, wir stehen kurz vorm Ende. Ich würde es ganz gerne noch mit euch beenden. Hoffentlich ohne weitere Probleme. Und dann wird es nämlich Zeit, meinen Computer neu zu machen.
Wahrscheinlich kennt ihr es, Windows. Ich bin mittlerweile so, dass ich alle halbe Jahre neu machen muss. Das war bei meinem Laptop auch schon so. Ja, so ist das. Bei mir ist C mit langsam, was heißt langsam, schon seit einiger Zeit richtig voll. Also ich habe da bloß noch 2 GB frei und das wird ein Hauptgrund sein, warum ich sie immer rumspinnt. Aber egal, nichtsdestotrotz, dass es mich auf jeden Fall nicht unterkriegen. Ja, wir sind nämlich hier stehen geblieben. Das war so meine letzte Aktion, die ich gemacht hatte. Zu dem Turm, wo ich gar nicht lang wusste genau, wo ich hier lang muss. Okay, irgendwie so müssen wir es machen. Genau. Ich hatte nämlich schon so ein komisches Gefühl gehabt, wo ich hier gerade war. Und leider habe ich bei Sims gerade nämlich auch das Problem, dass er bloß 15 Minuten aufgenommen hat. Gut, 15 Minuten ist okay, dann wird 15 Minuten weg. Ist zwar auch nicht schön, aber kann man noch verkraften. Ist hier irgendwas Besonderes? Ja, was trinken. Ich habe gar keinen Durst. Also ich habe gar keinen, ich habe volles Leben. Ja, aber Sims war es auch so und so. Deswegen dachte ich, okay, ich mache mal hier einen kleinen Cut und guck mal nach, ob er aufnimmt. Und ich stelle fest, er hat nicht aufgenommen. Egal. Jetzt müsste er weiterhin aufnehmen. Alles weiter ohne Probleme machen. Ich wollte das nämlich heute noch gerne beenden, den Teil. Ich habe nämlich schon erste Ideen für das nächste Spiel, was ich Let's Playen kann. Aber wahrscheinlich wird es da noch zumindest 2, 3 Tage dauern, bis ich da dann weitermachen kann. Neben Sims 4 natürlich, ganz klar. Aber ich schauen wir. Ich würde sagen, wir machen erstmal eins zu Ende. Wollen jetzt hier nichts überstürzen. Ist echt krass, wie hoch wir sind. Überleg mal, du kletterst echt hier so in so einer Höhe rum. Mal gut, klar, Parkour, Runner, gibt's ja alles. Aber dazu noch hier kämpfen, machen und tun, das ist dann schon heftig. Okay, und ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich schon fast ganz oben sein. Oh mein Gott. Liebe Freunde. Ich hatte gerade richtig Gänsehaut. Farah ist tot. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich. Wow. Was ich sagen soll. Ja, wäre sie da bloß nicht alleine losgewandert. Oh, krass. Ich habe gerade gar keine Chance gegen die. Ich fand das gerade richtig krass. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Wusste ich gar nicht mehr. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht auch noch. Ja, so wie jetzt. So war das nicht. Ach, scheiße, ey. Ich würde gerne. Ach nee. Ich dachte, in der Mitte lag es ein Sandhaufen, was war bloß denn für die nächste Vision?
Okay. Aber immer, wir haben jetzt unseren Dolch wieder. Auch dafür hat Ferrari mit ihrem Leben bezahlt. Aber ich finde es immer krass, wenn man in Spielen irgendwie so die Helden an sich sterben. Weil man lernt ja irgendwie richtig lieben oder so. Das ist ah, jetzt kann ich der Teil wieder aufsaugen. Dann kommt sie mit einmal jetzt die Zeit zurückspulen. Schade, ich leider nicht mehr geschafft aufzusaugen. Okay, müssen es hier trotzdem irgendwie schaffen. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Weg, Ferrari wieder zu beleben. Und dieser Bus nicht den ganzen Sand verbraucht, hätten wir jetzt schon mal die Zeit zurückspulen können. Rein theoretisch. Okay, es ist trotzdem ja ganz schön heftig, trotz unseres Schwerts. Das sind zu viele von diesen großen Typen, das ist so heftig. Das glaubt ihr gar nicht, trotz mit dem, also trotz dieses Schwerts. Das müssten nicht mehr ganz so viele sein. Allerdings ist meine Energie auch fast down. Wir können bloß noch zweimal die Sand zurückspulen, das ist schlecht. Wäre schön, wenn ich die alle irgendwie einzeln rauspicken könnte. So wie der jetzt. Aber die haben auch eine krasse Abwehr, also. Okay, geschafft. Fürs Erste in Sicherheit. Okay, was bedeutet jetzt diese Erinnerung? Es waren alles Orte, die wir schon erlebt haben. Gut. Unter anderem noch dieser große Saal, wo wir damals gegen unseren Vater gekämpft haben. Ehre und Ruhm gebührten mir. Aber obwohl ich focht, bis der Wüstensand rot von Blut war, konnte ich den Tod nicht besiegen. Das Mädchen ist unmächtig. Gib mir den Dolch und ich gebe euch Macht. Ewiges Leben wird euch gehören. Ewiges Leben? Wenn die, die ich liebte, durch meine Schuld starben? Ich wähle den Tod. Thank you.
Furcht. Dies hier gehört euch. Der Dolch der Zeit? Aber er liegt sicher in der Schatzkammer meines Vaters. Wie... Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist wie ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich werde euch ein Märchen erzählen, wie ihr es noch nie gehört habt. Wisset zuerst, dass ich der Sohn Sharaman bin. Deshalb bin ich hier, um euch und euren Vater zu bewegen, diesen treulosen Visier einzukerkern, bevor er euch verrät und uns allen Verderben bringt. Sein Signal ist ein brennender Pfeil. Kommt ihm zuvor, und die Armee meines Vaters wird wissen, dass der Verräter entlarvt wurde. Sie werden umkehren. Ein tolles Märchen, ja. Doch ich kenne die wahre Geschichte. Ein Soldat auf der Suche nach Ruhm drang ein in die Gemächer der Tochter des Maharajas und wurde getötet von mir. Euer Hoheit, zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr fliehen. Ich glaube, der weiß auch so einiges. Oder weiß auch, was passiert ist. Ich kümmere mich um den Eindringling. Dieser Verräter. Leider haben wir bloß unser Anfangsschwert wieder. Und ich weiß nicht genau. Oder ich weiß überhaupt nicht, wie wir den besiegen können. Wie ein Zauber ist das? Hört auf damit! Prinzessin, er kam, um euch zu entführen. Ihr traut ihm nicht. Er wird euch betrügen. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, Freunde. Alles wird geschehen, wie ich es vorhersagte. Boah, vielleicht muss ich ihn direkt angreifen. Vergesst nicht, er ist ein persischer Soldat. Nein, das geht nicht. Ich habe euch die Wahrheit erzählt. Es ist geschehen. Ich meine... Au! Es wird geschehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich besiegen soll. Nichts, was ich versuche, funktioniert. Ah, okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Okay. Eure Ausführungen sind sehr amüsant. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Oh Gott, nicht noch welche von den Typen. Er möge urteilen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Verweigert ihr den Gehorsam? Ich habe schon so lange die Befehle eines greisen Narren und eines Kindes befolgt. Euer Vater war in der Jugend ein großer Krieger. Zumindest sollte das die Welt glauben. Eine Schande, dass ein Sohn nicht nach ihm kommt. Vielleicht sind sich Vater und Sohn doch ähnlich. Es scheint, als hätten sie die Vorliebe für Raub und Plünderung. Mir gerade gar nicht sicher, was ich so sagen sollte. Ich muss mich gerade... Spar dir deinen Atem. Auf den Kampf konzentrieren, Leute. Ihr erkennt mein Leid. Komm, ich empfehle die da. Jetzt. Irgendwie muss ich nur angreifen können. Aber es geht nicht. Vorsicht! Überanstreng dich nicht! Wahrscheinlich irgendein Schutzzauber oder sowas. Das klappt nicht. Okay, gut, dann machen wir jetzt diese Doppelgänger fertig. Ich kümmere mich um den Eindringling. Ist leider, die sind echt krass. Vor allem mit unserem Anfangsschwert und wieder mit vollen Klamotten wieder. Zum Glück treffe ich ihn aber immer wieder ein bisschen. Und das ist ja auch zum Glück bloß ein Fight, auf den ich mich konzentrieren muss. Zumindest erstmal. Ich finde es immer krass, wie irgendwelche Magier oder sonst was
mit so einem alten Zauberstab gegen ein Schwert aushalten können. Haben wir es geschafft? Und so endet es. Was wird der Maharaja fühlen, wenn die eigene Tochter vom Sohn seines Feindes erschlagen wurde? Wünscht ihr, dass ich der Prinzessin etwas ausrichte? Bevor ich sie töte, vielleicht ein paar Worte der Liebe. Ach, halt die Schnauze. Das kannst du ja ausrichten. Ich war unsterblich. Beinahe. Ist es wahr? Er ist der Verräter. Nehmt dies. Bringt es zurück in die Schatzkammer eures Vaters. Bewacht es gut. Ich schulde euch Dank. Aber warum habt ihr so eine unglaubliche Geschichte erfunden? Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ich sagte, ich schulde euch Dank. Ihr verlangt zu viel. Unglaubliche Geschichte erfunden. Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ihr habt recht. Es war nur ein Märchen. Wartet. Ich kenne nicht mal euren Namen. Nennt mich einfach Kakolukiam. Ah, jetzt donnert es doch bei ihr. Irgendwas muss doch an diesem Märchen dran sein. Und ich glaube, Freunde, wir haben es geschafft. Oder kommt jetzt noch was? Das war's. Oh, ich habe gerade so Gänsehaut bekommen in den letzten Momenten. Ohne Scheiß. Prince of Persia, The Sand of Time. Ein wirklich super Spiel. Es wirkt bei mir gerade immer noch so richtig nostalgisch. Damals habe ich es ja immer auf PS2 gespielt, weil ich habe es ja öfters gespielt mit einem Kumpel mal zusammen. Und allein jetzt die Musik zu hören, das ist gerade so ein epischer Moment. Ich habe so ein Grinsen im Gesicht, es hat richtig Spaß gemacht. Leider jetzt in der letzten Folge, da ist mein PC jetzt hier rumspackt. War natürlich schade. Gut, ist jetzt auch egal. Ist ja zum Glück nicht viel weg gewesen vom eigentlichen Spiel, meiner Boss. Flattereien, aber wir haben es geschafft. Der erste Teil von Prince of Persia zumindest. Allerdings kann ich nur so viel sagen, dass unser guter Prinz nicht ungeschont davon kommt. Schließlich hat er in die Zeit eingegriffen. Und es gibt Wesen, die noch weitaus mächtiger sind als irgendwelche Visiere oder Sandmonster. Und ja, wie es weitergeht oder was genau alles passiert, erfahren wir dann im zweiten Teil, Warrior Within. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den anfange. Ich werde mich erstmal um meinen Computer kümmern müssen. Aber wahrscheinlich in der Woche, da habe ich richtig Lust dazu. Auf jeden Fall bedanke ich mich für das Zuschauen. Die ersten Abonnenten, ganz klar. Mein allererstes Let's Play. Es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt erst recht motiviert, hier noch viel mehr zu Let's Playen. Und von daher, ich mach's wie immer kurz und schmerzlos. Dieses Mal aber sehen wir uns nicht im nächsten Part, sondern im nächsten Spiel, beziehungsweise im nächsten Prince of Persia, Warrior Within. Bis dahin, schaut euch die Sims an oder schaut ein bisschen auf meinen Kanal rum.
was ihr sonst noch so Neues findet. Vielleicht kommt ja noch was dazu, bevor ich überhaupt ein bisschen anfange, wer weiß. Von daher sage ich Cheerio und danke fürs Schauen.